Oh Gott. Hallo Leute und willkommen. Ja, heute mal zu einem sehr, sehr ernsten Thema. Ja, hier auf meinem Kanal. Wie ihr ja schon in der Videobeschreibung gelesen habt, geht es um ein ganz spezielles Thema. Gut, ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen erschrocken, wie auch immer sein. Das wird ein sehr, sehr langes Video, denke ich. Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird. Ich werde euch alles erklären und jetzt würde ich sagen, kommt noch kurz mein Intro und ja, dann würde ich sagen, lege ich gleich los. So Leute, okay, also, ich fange mal nochmal ganz von vorne an, dass auch wirklich jeder mitkommt, wo dieses Video sieht. Und genau, also, ganz am Anfang, ich habe meinen Kanal hier Age gegründet vor nicht ganz einem Jahr, Ende April 2022, also es ist jetzt ein gutes Dreivierteljahr her. Und da war mein größter Traum, YouTube zu machen, das Ganze hier möglich zu machen, das Ganze hier jetzt, was ich gerade im Moment mache oder gemacht habe. Das alles war mein Traum. Und ich sage euch jetzt, Leute, es ist immer noch mein Traum, aber, jetzt kommt das große Aber, seit ich da angefangen habe, habe ich mein erstes Video gemacht. Dann kam direkt die erste Komplikation dazwischen. Meine Sachen, meine Facecam, mein Mikrofon, alles drum und dran, kam ewig lange nicht. Über 2,5, 3 Wochen. So, dann will ich starten, dann habe ich Probleme mit meiner Aufnahme. Es laggt, es ist keine Ahnung, was alles war. Dann hole ich mir hier einen Profi, der kann mir das einigermaßen einstellen, dass es mit meinem alten PC damals einigermaßen funktioniert. Es hat funktioniert, die Qualität war nicht so gut, aber es war alles in Ordnung. Ich glaube zu dem Zeitpunkt noch einen Monat, denke ich, Videos gemacht, regelmäßig, ich glaube so ziemlich eigentlich jeden Tag. Bis der nächste Zwischenfall kam. Was heißt großer Zwischenfall? Das war mehr normal. Ich bin in Urlaub gefahren, alles gut. Ihr habt das, glaube ich, auch verstanden, dass ich im Urlaub war und dann keine Videos gemacht habe. Da kam ein Gaming-Video, glaube ich, zwischendrin, wo ich auf Reserve hatte und dann eingestellt habe. Oder halt, ja, es gibt ja die Funktion bei YouTube, das ein so zu programmieren, beziehungsweise ja, reinzutun, dass YouTube das zum Zeitpunkt automatisch veröffentlicht. Und ja, dann war das soweit. Allerdings, seit ich dann BeamNG öfter mal gespielt habe und so, kam ich da zu Problemen mit FPS, mit allem drum und dran. Gut, das heißt, neuer PC. Ich sage jetzt hier keine Zahl, aber einen fetten vierstelligen Betrag für diesen Gaming-PC aus. Wer es nicht weiß, 3080 Ti, 16 Kern Prozessor und so weiter. Also, ich habe wirklich Geld dafür ausgegeben, da ich unbedingt mit YouTube weitermachen möchte. Und ja, unbedingt, aber wirklich unbedingt flüssige Videos haben möchte. Und dass die Qualität auch besser ist. Gut. Hat dann wieder eine Komplikation gegeben. Da ich musste ja schon mal jemanden finden. Weil ich wollte mir nicht einfach irgendeinen Gaming-PC kaufen, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung hatte. So, das heißt, ich suche mir erst mal jemanden, wo mir hier das Ganze hier überhaupt machen kann. So, ich finde hier jemanden, wo mir das Ganze ermöglicht, sage ich jetzt mal. Gut, ich habe jetzt jemanden gefunden. Es dauert wieder über vier Wochen war es, glaube ich, nicht. Zwei, drei. Auf jeden Fall lange. Ja gut, dann zu dem Zeitpunkt, Leute, habe ich weiter probiert, Videos zu machen mit meinem alten PC. Und ja, das hat dann auch wieder eine Weile so... ich habe es probiert eine Weile lang. Es hat auch eine Weile lang so geklappt. Und ja, genau, so weit. Gut, dann bekomme ich meinen Gaming-PC dann 3 Wochen später oder so. Und zu dem Zeitpunkt war ich wieder überglücklich. Habe ja auch gleich ein Infovideo dazu gemacht, dass ihr Bescheid wisst. Ich glaube, 2 Tage später kam das direkt. Und habe ich euch da auch eingeweiht. Und seitdem habe ich dann weiter meine Videos gemacht. Und ja, bis dann direkt, glaube ich, 2 Wochen danach wieder eine Komplikation war. Das heißt, meine Qualität ist schlecht
Und, nein, das war sogar noch, dass später mein Mikrofon rauscht. So, musste ich das Problem beheben. Drei Wochen später kam dann das Qualitätsproblem. Ich check euch mal, keine Ahnung wie lang nicht, dass es nicht an OBS liegt, sondern an meinem Schnittprogramm. So, das hat dann 4 Wochen gebraucht oder so. Dann war meine Qualität einigermaßen in Ordnung. So, und jetzt gut seit zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier. 3 Wochen davor ungefähr hat mein OBS angefangen extrem zu laggen. Ich habe keine flüssigen Aufnahmen mehr. Selbst dieses Video kann sein, dass es laggt und nur 20 FPS, 30 FPS hat. Und ja, dann ging es wieder weiter. Das heißt, ich habe da zu dem Zeitpunkt wieder probiert, mein Problem zu lösen und so weiter. Gott sei Dank hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 10 oder 11 Reservevideos, wo ich vorproduziert hatte und habe die trotzdem noch einigermaßen regelmäßig einstellen können. Natürlich mit größeren Zeitabständen. Aber ja, bis jetzt. Und jetzt kommt dieses Video hier. Und zu dem Zeitpunkt dieses Videos sind meine Videos ausgegangen. Das heißt, ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Videos mehr, wo ich machen kann. Und das Problem ist immer noch nicht gelöst. So also, ja, ich habe hier auch weitergemacht. Alles drum und dran. Nächstes Problem. Und ja, auch andere Probleme an meinem PC. Mein PC hat irgendwelche Probleme. Irgendwie ist bei meinem PC allgemein irgendwo ein Problem, wo ich sage, ja, keine Ahnung, was jetzt los ist. Auf jeden Fall habe ich das Problem immer noch nicht gelöst. Und ich habe jetzt wirklich Profis gefragt, IT-Profis, wo wirklich sagen, die wirklich nur OBS und IT und sowas machen. Und ich mich ja eigentlich auch selber gut auskenne. Und ja, was soll ich dazu sagen? Habe ich auch probiert. Ja, nachdem ich das probiert habe, war das dann so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt lasse ich das eine Chance, schau mal noch einige Videos auf YouTube an. Habe mir, glaube ich, 40 Stück nicht übertrieben angeguckt. Mich überall durchgelesen und alles ausprobiert. So, das Ding an der ganzen Sache jetzt ist, ja, es hat immer noch nicht geklappt. Ich habe so viele Experten gefragt und alles drum und dran. So, und jetzt zu diesem Standpunkt komme ich zurück auf den Titel des Videos hier nochmal zurück. Ich habe tatsächlich teils überlegt, weil ich einfach so genervt und die Schnauze voll hatte, wenn man das auf gut Deutsch jetzt mal sagt, überlegt, mit YouTube aufzuhören. Und jetzt im Nachhinein zeige ich euch so viel. Der Gedanke ist nicht ganz aus meinem Kopf verschwunden, aber ich werde nicht mit YouTube aufhören, weil es mir dazu einfach wie so viel Spaß macht und ich auch wegen euch nicht aufhören möchte, weil ich glaube, der ein oder andere doch gerne meine Videos schaut. Wenn ich mich darin täusche, auch kein Problem, dann täusche ich mich halt da, aber dann geht es mir immer noch um meinen Spaß. So, ja, zu dem Punkt jetzt mal, ja, ich habe jetzt lange, lange überlegt, was ich mache und ja, es gibt ja aktuell auch einen YouTuber, die meisten werden wissen, wen ich damit meine, der auch eine YouTube-Pause macht und nein, ich mache das ihm nicht nach oder sonst wie irgendwie, nicht, dass ihr hier sagt, ja, du willst es eigentlich hier bloß alles auf dramatisch machen, nein, ich mache es ja auch nicht auf dramatisch, habe ich auch vornherein gesagt, aber das Ding trotzdem an der ganzen Sache ist, dass ich euch das hier nicht im Hintergrund verheimlichen möchte, dass ich euch die Wahrheit sagen möchte, warum aktuell alles ein bisschen schwer ist. Und ja, daraus sage ich jetzt so viel, ich mache weiter mit YouTube und die Pause wird jetzt nicht so radikal sein, aber ich werde deutlich nachlassen die nächste Zeit, bis ich das Problem behoben habe. Der, wo mir mein PC gebaut hat, wird mir mein Computer auch mitnehmen, den zerlegen und gucken, ob er da irgendwie intern irgendwas findet, ein Problem. Und ja, soweit jetzt gesagt, das heißt, es kommen in nächster Zeit Videos mehr, also keine Gaming-Videos, sondern Videos, wo ich sage, mit meiner Facecam oder mit meinem Mikrofon oder hier an meinem Gaming-Setup, nein, da passiert nämlich nichts. Sondern zum Beispiel, es wird in nächster Zeit nochmal ein Produktvideo kommen, wie ich zu diesem Vader-Helm und dem Kostüm mal gemacht habe, einfach mal aus Spaß, weil ich das ausprobieren wollte. Ja, und dazu wird jetzt noch ein anderes Produktvideo kommen. Ich sage jetzt noch nicht zu was oder so. Und nochmal kurz gesagt, keine Werbung oder so. Ich verdiene damit auch kein Geld oder so. Sondern das ist Eigeninteresse. Und weil das Video eigentlich ganz gut ankam. Auf jeden Fall werde ich jetzt in nächster Zeit noch ein paar Shorts machen. Also keine neuen Shorts produzieren, weil das ja durch Aufnahme nicht möglich ist. Aber aus ein paar Videos von mir, wo ich schon hochgeladen habe oder fertig hatte,
ja, ein paar Sachen rausschneiden und mal nochmal als Short einstellen, so ein paar gute Momente oder so. Und genau, das werde ich noch einstellen. Und vielleicht mal einen Vlog oder so, wenn ich draußen bin oder irgendwie so machen, dass ihr von mir was hört, aber ich jetzt nicht hundertprozentig ja, da bin und halt hier mein Gaming-Setup bzw. hier alles benutze. Ja, das wird's mal soweit. Ja, danke auf jeden Fall mal an alle, die bis jetzt mich unterstützt haben, auch an meine Aufnahmepartner und alle Freunde und alles drum und dran, habe ich aber auch schon oft gesagt. Danke auf jeden Fall einfach mal an alle. Danke auch an alle, wo mir ja mit meinem PC trotzdem geholfen haben und alles drum und dran. Danke natürlich meiner Community, danke allen Abonnenten, allen drum und dran, aber ich will jetzt nicht zu viele aufzählen. Ja, dieses Video, wie soll ich sagen, ist jetzt halt einfach so eine Art Infovideo, bloß ein bisschen anders. Und ja, so viel gesagt, nochmal, ja, ich wollte es euch sagen, ich wollte euch die Wahrheit sagen und ich werde in nächster Zeit jetzt, wie gesagt, trotzdem versuchen, einige Videos hochzuladen, aber ich rechne höchstens mit einem Video pro Woche. Und ja, an denjenigen, der mit mir irgendwie kommunizieren möchte oder vielleicht sogar eine Lösung für das Problem hätte oder dem was einfallen würde, schreibt mich nochmals, erwähnt super gerne auf Discord an, entweder auf Direktnachrichten, mich persönlich oder auch in meinen Server. Ich habe einen Server, auch in der Videobeschreibung hier verlinkt in dem Video. Agile Community Server heißt das Ganze. Wenn ihr drin seid, ihr müsst bloß den Haken bestätigen, dass ihr die Regeln gelesen habt und dann seid ihr schon automatisch Mitglied und könnt auf so ziemlich alles zugreifen. Ja. Ja, das war dieses komplett trockene Video eigentlich schon fast. Jetzt auch mal noch kurz gesagt, danke an alle, die mir gerade hier zugehört haben so lang. Und ja, das war's. Und ja, ich sage jetzt nicht danke fürs Zuschauen, obwohl doch danke fürs Duschen, aber nicht, ich hoffe, euch hat es gefallen, weil das kann einem eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich gefallen, außer jemand ist schadenfroh oder so. Aber das glaube ich jetzt nicht bei euch, weil ihr eigentlich eine sehr, sehr nette Community seid, muss ich wirklich sagen. Ich will nicht schleimen oder so, aber ihr mich wirklich unterstützt habt. Und ja, gut, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr meine Entscheidung bzw. mein Problem respektiert. Das ist jetzt kein Grund, um mich zu abonnieren, weil früher oder später wird es mit den Gaming-Videos wieder weitergehen. Das heißt, wenn das Problem behoben ist, klar, es kann eine Zeit lang dauern. Ein Monat, zwei Monate, vielleicht auch noch länger. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich werde jetzt, wie gesagt, eine Pause machen und ich tue alles in meinem aktuellen, was ich tun kann, nur alles, was in meinem Bereich steht, um dieses Problem schnellstmöglich zu beheben und wieder weiterzumachen. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert und ich weiß auch nicht, wann es weitergeht. Das heißt, Leute, habt bitte Geduld, respektiert das Ganze und dann sehen wir uns entweder in einem Vlog, in einem Produktvideo oder irgendwo anders oder auf Discord. Ja gut, dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen, Leute. Danke, dass ihr meine Meinung respektiert. Und nochmals gesagt, ich mache weiter. Ihr müsst jetzt nicht alle deabonnieren. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, nicht, dass ich hier Abonnenten verliere oder um meine Abonnenten gehen. Nein, mir geht es um euch. Und es wird irgendwann weitergehen mit den Gaming-Videos. Und halt, ich mache jetzt einfach eine Pause. Die wird jetzt nicht ewig dauern, aber sie wird zu sehen sein. Und ja, danke, Leute, und ja, jetzt wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.